So, und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Jared Dibaba, der in ungefähr 3 Wochen fürs Erste von der Fußball-Weltmeisterschaft berichten wird. Fürs Morgenmagazin. Ja. Herzlich willkommen. Ich brauche erstmal einen Tipp von dir. Was glaubst du, wer wird im Endspiel stehen? Boah. Deutschland. Ich kann mir vorstellen, dass Deutschland wieder vorne mitmischt. Aha. Ja. Wir können auf jeden Fall sagen, wer nicht im Endspiel stehen wird. Griechenland? Ja. Österreich. Panayota, weil sie gar nicht mitmachen dürfen. Für wen bist du dann bei der Fußball-WM? Normalerweise muss ich tatsächlich gestehen, dass ich immer schon Italien-Fan gewesen bin, auch wenn Griechenland dabei war. Deswegen war ich schon sehr erschüttert, dass Italien raus war und Griechenland auch. Und von daher. Das sagen Sie mir, ja? Erschüttert. Ja, es ist erschüttert. Ich finde eine WM ohne Deutschland-Italien schade. Ja, weil, schade, ne, ja. Dass Deutschland gar nicht im Halbfinale rausfällt, ist gar keine richtige WM ohne Italien. Ja, schade. Ja. Ja, ich hätte sehr spannend auch nicht mit. Ja, was muss ich denn da bei Österreich sagen? Ja, was sagen zu Holland? Aber für uns ist ab und zu mal da mit zu sein, ist schon ein Riesenereignis. Insofern. Das ist normal. Ja. Verfolgt ihr das denn? Spielt Fußball eine Rolle in der Kelly Family? Nicht wirklich, ne? Nee. Nee, also so EM und WM verfolgen wir. Aber ihr habt doch irische Wurzeln, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, ja, aber wirklich irischer Sport ist, eher, nee, Hurling. Rugby ist mehr Englisch, aber Hurling ist mit so einem Stock und kaum Schutz und so einem Ball und man rennt und man haut. Das kenne ich von der Mama zu Hause. Ja. Nur noch mal, was das kenne ich von der Mama zu Hause eigentlich. Im Stock. Ja. Und dann weglaufen. Rennen und hauen. Ja. Abhauen, wenn der Stock kommt. Also du meinst, Deutschland wird antreten im Endspiel gegen wen? Was glaubst du jetzt? Gib mal einen Tipp ab. Das muss ja nicht stimmen, Jared. Du, ich habe keine Ahnung. Das ist wirklich schwierig jetzt zu orakeln. Ich meine, Portugal ist zum Beispiel eine Mannschaft, die ganz gut abgeschnitten hat. Ich hoffe nicht, dass die dann hinterher gegeneinander spielen. Meine Frau ist Portugiesin und das könnte natürlich Ärger geben zu Hause. Habe ich nicht. Weil wir sind natürlich jetzt gezwungen, dann auch, wenn Portugal spielt, für die Portugiesen zu sein. Und meine Söhne sind ja eigentlich Deutsche, so wie ich auch. Aber das passiert natürlich, wenn man eine ausländische Frau heiratet. Ne? Das wird dann schwierig beim Endspiel Portugal-Deutschland. apropos Ausland und Zuhause, wann wirst du dein Zuhause, deine bezaubernde Frau, die ich auch ein bisschen kenne, verlassen, um gen quasi Russland zu entfliehen? Ja. Da braucht man ja auch ein Visum, das dauert ja alles auch ein bisschen. Und ich so. Sag dir das so. Also ich habe ja den Anruf bekommen, nächstes Jared, hast du nicht Lust, für uns, fürs MoMA nach Russland zu gehen? So, kann ich machen, das ist kein Problem. Ne? Und das Löb, habe ich dann gesagt. Und habe mich wie so ein richtiger Norddeutscher schön nach innen gefreut. Ich habe mir nichts anmerken lassen und habe aufgelegt und dachte, klein wie ein Ross, du gehst nach Russland. Ich kann es dir natürlich vorstellen und dann schossen mir natürlich 1000 Gedanken durch den Kopf. Wieso muss ich mir besorgen? Ne? Und dann, wir haben ja irgendwie 95 Konsulate in Hamburg. Ich gesagt, wo ist das russische Konsulat? Das ist an der Alster, auf der Uhlenhorst. Und dann bin ich da natürlich hin, da waren die ganzen Gitter da und Kamera, so wie man sich das vorstellt. So ein Riesenkerl steht da am Gitter. Ich dann so, ja, Visa Russland und ich berichte ein bisschen eben. Und der sagte, ja, alles klar, kannst reinkommen. So, habe ich mein Visum natürlich gekriegt. Also ich bin reingegangen, dann standen die da. Und dann kriegst du ja, das ist ja das Tolle, du kriegst ja zum Visum, das ist ja die russische Willkommenskultur, kriegst du ein Kaviar auf Brot und auch einen kleinen Wodka. Und dann waren wir da und das hat mir so gut gefallen, ich bin da erstmal den ganzen Vormittag geblieben. War das ein Traum, den du hattest, oder ist das die Realität, die du schilderst? Nee, das war ja meine Vorbereitung auf das Ganze, bis dann die Aufnahmeleiterin anrief und sagte, Jared, wir schicken dir dann das Zugticket für Russland. Und dann sage ich, Zugticket, fahre ich jetzt mit der transsibirischen Eisenbahn dahin? Die ARD muss immer sparen. Die ARD muss sparen. Ja? Habe ich mir ja schon vorgestellt, wie ich da mit dem Orient Express dahin fahre und so weiter. Vom Wegen. Und dann sagte sie, nee, das ist das Russland in Ostfriesland bei Wittmund. Da gibt es ein kleines Örtchen, das heißt Russland. Landkreis Wittmund. Ja. Ich kenne mich natürlich überhaupt nicht aus im Norden. Und dachte, ja, okay, das wusste ich nicht. Ich bin froh, dass ich es überhaupt hier nach Hannover geschafft habe. Hier in Hannover, ja, schön.
Herzlich willkommen in Hannover. Kommst du auch mal in den Süden, ist doch wunderbar. Es gibt auch Kalifornien, es gibt auch Brasilien im Norden als kleine Ortschaften. Herr Gunz, kannten Sie das? Sie nickten gerade so. Nee. Es gibt auch Amerika, so ein bisschen weiter von Russland in Ostfriesland. Ja. Gibt es auch, ich glaube, so 10 Kilometer, 15 Kilometer, den Ort Amerika. Ja, wir halten also fest, du wirst Deutschland nicht verlassen. Nein. Du wirst dort aus dem Studio berichten und wir möchten das Ganze so ein bisschen vorziehen. Also, wir haben eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Und zwar würden wir uns jetzt gerne noch mal das WM-Tor von Götze angucken. Ja. Und zwar in der Originalversion. Bitteschön. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Da ist alles andere. Ja. Und jetzt möchten wir gerne im Ohr haben, was du draus machst. Jetzt kommentierst du bitte auf Platt. Nee! Yay! Da griff's ja nicht. Dieses Tor. Ja, wir spielen es nochmal ein, diesmal ohne Tonspur. Bitte. Jared, leg los. Das gibt's ja nicht. Leve Platt, du Freund, die Kehr mit den Nägenteilen. Herr Dingring, mock dreimal hätte den Ball kriegen. An den Post, als ich Foto, den hätte da drin, mock. Ich sag, nützt ja nicht. Wie sind Weltmeister? Extra Tor! So läuft das! Also ich sag schon mal, Gerd Gottlob, wenn du nicht magst, ich mag das an, so Plattdütsch. Ich sag ja, nützt ja nichts. Ne? Plattdütsch ist international, das schnackt er überall in der Welt. Ich kenne Plattschnacker in Sibirien, in Brasilien, in Paraguay drum. Der schnackt überall Platt. Aber warum nicht Plattdütsch dann? Ist sowieso viel besser als Englisch. Englisch ist ja ein Abfallprodukt von der plattdütschen Sprache. Ja, woher du so gut Plattdeutsch kannst. Ja. Woher ich liebe die Sprache. Darauf wundert sich auch gerade total. Ich bin damit aufgewachsen. Ich bin ja in Oromia aufgewachsen, in Ostafrika, Äthiopien. Und da gibt es im Süden, das ist meine Heimat, Oromia. Und da gibt es ja die Wiege der Menschheit, das Omo-Tal. Omo kennen Sie alle, ne? Das Waschpulver. Ja. Ist bekannt. So. Und in dieser Region findet man ja alles in der, das ist die Wiege, da hat man die ältesten Menschenknochen gefunden. Lucy, Betty und so weiter. Und da ist alles in der Originalform da. Also der genetische Code der Tiere, der Pflanzen und der Menschen. Und da findet man auch das reine, und da kommt das Wort Omo ja auch, das schiere, das pure Plattdeutsch. Ach komm. Das ist wirklich so. Ich glaub dir kein Wort. Da musst du erst mal sagen lassen. Ja, komm, ich erst mal sagen lassen. Das ist wahrscheinlich nicht jetzt, jetzt sag nicht, der lügt ohne rot zu werden. Nee. Das lasse ich nicht durchgehen. Man nimmt ihm alles ab, das ist so eine Weise. Nein, ich hab er wäre doch auch ein super Autoverkäufer, oder, Panagiotis? Total, ich habe gerade schon überlegt, ob ich mit ihr gleich mal über einen Job sprechen könnte. Ja, wie Tway, ne? Ich weiß nicht, bei wem die kaufen, bei der Griechen oder beim Plattschnacker. Hauptsache, sie kaufen. Nein, wir haben das ja dann gesprochen und ich habe das von meinem Urgroßvater gelernt. Also der war ein echter ostafrikanischer Plattschnacker, also mit Fischerhemd und Vollbart, Prinz Heinrich Mütze und Pfeife. Guck mal, da haben wir sogar ein Foto von ihm. Das ist mein Uropa. Ja, ja, wirklich. Das ist Alles Quatsch. Alles Quatsch, wirklich. Aber schöne Geschichten. Ich finde, wenn sie schön sind, können sie auch ruhig Quatsch sein, oder? Sag mal, wo, als Ösi, wo spricht man denn noch Platt? Wie groß ist denn diese Gemeinde? Im ganzen Norden, also wirklich, also in Deutschland, im ganzen Norden. Aber in Niedersachsen. Verstehst du, versteht ihr das alles? Ist wahrscheinlich alle. Ja, ein bisschen. Mal eben Finger auf, wer schnackt Plattdütsch hier? Ich nicht. Ja, ich verstehe es. Guck mal, wer versteht Plattdütsch? Kein Wort. Oder? Guck mal, es gibt wirklich viele, die das verstehen. Das ist ja die Sprache der Norddeutschen. Spricht man? Ich glaube, man sagt so ungefähr 10 Millionen verstehen es auf der Welt, verstehen es, aber richtig aktiv sprechen nur so 1 bis 2 Millionen, aber versprengt auf der ganzen Welt. Man munkelt sogar bis 3 bis 4 Millionen. Und es gibt viele, die schon auch ein plattdeutsches Wort oder mehrere können. Also es fängt ja bei Moin an. Oh, ich habe was vorbereitet. Nein. Doch. Was denn? Warte, wir machen einen kleinen Plattdeutsch-Test. Ja. Und du darfst natürlich noch nicht sagen, weil du weißt es ja. Nee, das ist das Schönere. Das hier.
Das ist Bubblecast. Wer weiß, was das heißt? Was glaubst du? Mit Quatsch. Fernsehapparat. Fernsehapparat? Angelo? Gabriel? Vielleicht irgendjemand, der irgendwie viel Quatsch redet oder so, ich weiß der nicht. Viel Quatsch redet? Volker? Ich glaube, nah dran Rundfunk. Radio, glaubst du? Radio oder so, ja. Also Radio ist besser. Also das ist sozusagen ein modernes Plattdeutsch. Das kann entweder Fernseher sein oder Radio, je nachdem, was man jetzt darunter versteht. Super, nicht schlecht. Ja. Sehr gut. Es gibt ja auch verschiedene Dialekte, ne? Das es gibt Plattdeutsch Dialekt. Es gibt ja Bremer Platt und Hamburger Platt. Absolut, absolut. Also es ist ja, Plattdeutsch ist ja kein Dialekt. Also ist eine Sprache. Ist eine Sprache, ja. Im Gegensatz zum Bayerischen oder zum, was man in Köln spricht. Das sind Dialekte, aber Plattdeutsch. Und dann gibt es Dialekte. Das ostfriesische Plattdeutsch, da sagt man zum Beispiel die Bünd. Oder man sagt, das Wort Moin kommt aus dem Ostfriesischen. Mann, was ist das? Moi heißt schön. Und dann sagt man zum Beispiel wie Sünd. Das hat nichts mit dem Morgen zu tun. Das hat nichts mit dem Morgen zu tun. Nein. Das ist das Tolle. Sie können, wenn Sie Moin sagen, wenn Sie jetzt also wieder in Ihren Mediamarkt reingehen und sagen am Abend Moin, das können Sie den ganzen Tag sagen. Wenn Sie also, ne? Das ist super. Also das ist Schiedigo. Ich dachte mir, morgen. Nein. Gut, okay. Angelo, deine Frau kommt ja auch aus Norddeutschland. Ne? Spricht die auch platt? Ja, die kommt aus Warnemünde und ihr Vater spricht das fließend. Mecklenburger Platt. Ja, richtig. Und sie versteht es, aber spricht nur ein bisschen. Ich kenne nur ein paar Wörter. Mindern. Mindern. Ja. Siehst du, guck mal, kann auch. Sachen. Aber ich finde, da ist viel Englisches drin. Also ich nee, im Englischen ist viel Plattdeutsch drin. Genau. Ich müsste eigentlich Gälisch sprechen, deswegen Englisch kannst du haben. Ja, siehst du, weißt du Bescheid. Aber es ist wirklich so, es gibt das Wort Brägen zum Beispiel, das ist das Gehirn. Ja. Oder das Hart oder ein Heartbreaker ist genau das Gleiche. Das haben die Engländer von uns geklaut. Oder Water oder Buddel. Also es gibt ganz viele Wörter, die ähnlich sind. Ich habe hier noch eins, wo ich keine Ähnlichkeiten zu irgendwas, was ich jemals kennengelernt habe, feststelle. Finnisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß noch nicht mal, wie man es ausspricht, ehrlich. Lesen, Ban, Palum und allen. Panayota, willst du es mal probieren? Was könnte das sein? Ich könnte es auf Griechisch übersetzen, aber spricht da keiner. Ich muss ganz kurz korrigieren. Ich bin jetzt kein also das gibt es auch schönes. Sagen, ne? Nein. Wir Plattdeutschen sind ja auch mal Klokschieder. Wir wissen immer alles besser. Ich habe einen kleinen Rechtschreibfehler gesehen, obwohl ich selber immer. Der erste Buchstabe ist ein I. Ist kein L, muss ein I sein. Ah, Eisenbahn, Pal und Also Eisenbahn. Marius. Also dann heißt es wohl Eisenbahn. Aber, ja. Eisenbahn. Aber Eisenbahn was? Schraubenzieher. Hallo. Schraubenzieher? Aber weiter komme ich nicht. Herr Gunz. Dreher, ich lese noch Dreher raus. Dreher, ja. Weißt du, kannst du es übersetzen? Ich muss das heißt Eisenbahn, Paul, Open, Dole, Dreier. Und jetzt kommt, ich habe die Übersetzung, Eisenbahn, Pfahl, Rauf- und Runterdreher. Das ist eine Berufszeichnung. Ich würde es noch nicht mal im Hochdeutschen verstehen. Ja. In der Tat, schwierig. Das ist der Eisenbahnwärter. Also es gibt natürlich viele plattdeutsche Zungenbrecher und Konstruktionen, die gibt es ja in jeder Sprache. Mhm. Und das sind sozusagen Begriffe, die man halt lernt, wie man im Schweizerischen Huchichestli sagt. Mhm. Oder gibt es so Sätze wie die dicke deren dreht, die dünne deren deuen dicken Dreck, du dank die dünne deren, die dicke deren, die dicke deren, die dünne deren deuen dicken Dreck, degen deck. So, das heißt, kann man sagen. Super. Super. Ich dachte, ich höre gerade Snoop Dogg. Das geht auch. Yo. Die dicke Dan, die dünne Dan, die dünne Dan, die dünne Dan, die dicke Dan, die dünne Dan, die dünne Dan, die dicke Dan, die dünne Dan. Siehst du? Was ist aktuell dein Lieblingswort auf Platt? Kuddelmuddel. Das versteht man aber, ja, oder? Wenn das ein bisschen durcheinander ist. Ja, wenn hier alles das ist ein schönes Wort. Also früher war es Brägenklöterig. Also Brägen ist ja das Gehirn, klöterig, wenn man so ein bisschen durcheinander ist. Aber im Moment sprechen wir ja, weil wir eine bunte und vielfältige Gesellschaft sind von Vielfalt und von Diversity. Und ich finde so in diesem Zusammenhang passt das Wort Kuddelmuddel schön. Ja. Also ich finde, das heißt ja einfach Figelinsch. Und Figelinsch, ja. Figelinsch. Ja, das ist auch ein schönes Wort. Was kann man auf Platt schöner sagen als auf Hochdeutsch? Kleine Jamon. Das ist
Klamyamos heißt, ich sag's jetzt, leck mich am und so weiter. Ach, oh. Guck mal, auf Hochdeutsch klingt es doof, aber auf Plattdeutsch. Wir haben gestern noch in Bremerhaven mit unserer Shanty-Band gespielt und dann liefen da Kinder rum und habe ich zu denen gesagt, geh mal zu euren Eltern und sag mal Klamyamos. Aber das kannst du auf Plattdeutsch sagen, das ist total salonfähig. Und du kannst auch sagen, Mensch, Klamyamos ist halt geil, oder? Das geht einfach. Und das klingt schöner und netter. Ja, das stimmt. Jared, du gibst mehr von deinem Können preis. Wieder Ende des Jahres mit den Schlickrutschern bist du unterwegs. Ja. Du machst auch Musik, und zwar plattdeutsche Musik. Und wir würden uns jetzt wünschen, dass du uns was singst. So ganz spontan. Wir müssen dazu sagen, wir haben Jared vorhin vorgewarnt, und zwar ungefähr so vor anderthalb Stunden. Und dann hat er sich eine Gitarre organisiert. Es war wirklich kurzfristig. Wir haben eigentlich gesagt, wir schnipsen und er singt. Dann sagte er, nee, ich brauche eine Gitarre, ich möchte mich begleiten. Und das haben wir jetzt noch schnell organisiert. Ja, sind so großartige Musiker hier. Ich dachte vielleicht, und hat mich eigentlich ohne Playback geht bei mir nichts. Ja, ich merke schon. Und hatte mich eigentlich auf euch alle verlassen oder auf Marius auch. Aber jetzt spiele ich das selber. Verzeiht mir, wenn ich das so ein bisschen vergrütze gleich, aber ich mach's jetzt einfach. Ich rutsche ein bisschen nach vorne. Sollen wir denn jetzt noch irgendwie mit? Ja, ich schnüpfe jetzt schön mit, ja? Das geht ist, mal den Takt an. Singst du auch noch? Ja, ich singe jetzt auch noch. Hey, Krüger, ich hab den Bär, ist doch erst Glock halb fair. Hey, secht, das gibt nun nichts mehr, denn der Zapfer ist nun alle. Ihr singt jetzt alle, hey, Krüger, und hey, Krüger. Ich hab kein Bier, ist doch erst Glock halb vier. Weiter! Sammel ich nu Schaffert her. Oh yeah, yeah. Jetzt sehen wir, pass auf, der Text hier. Oh! Jared, das war wunderbar! Sitting on the Dog of the Bay auf Plattdeutsch in der Version von Jared Kuraba. Ich persönlich freue mich jetzt sehr auf die Fußball-WM und ich glaube, selbst Giovanni ist jetzt etwas versöhnt. Vielen Dank, Jared Kuraba.